Das große Interview der EN aktuell. Hallo zusammen, neben mir sitzt Daniel Hinzmann, Singer-Songwriter aus Schwelm, vielen auch vielleicht bekannt als Bandmitglied von Smithies. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit nimmst, um uns Rede und Antwort zu stehen. Es gibt eine Frage, die stellt man Künstlern immer sehr oft. So, was hat dich zur Musik gebracht beispielsweise? Ich habe mir sagen lassen, bei dir war es eine gebrauchte Gitarre, kann das sein? Es war so ein, längere Geschichte. Wir haben damals mit ein paar Freunden zusammen im Fußballverein gespielt hier in Schwelm und hatten dann irgendwie Interesse, eine eigene Band zu gründen. Da waren wir 14, konnte aber noch keiner im Vorfeld irgendein Instrument spielen, geschweige denn hat er damit was zu tun gehabt. Gute Voraussetzung für den Start, ne? Für die Musikband. Ja, und ich hatte dann von meinem Vater mir eine Gitarre besorgt, der die eigentlich nur als Deko-Objekt bei sich hängen hat. Okay. Sind dann zu viert in den Proberaum gegangen und haben dann irgendwie drauf losgespielt, haben irgendwelche Klamotten uns angeguckt, die wir nachgespielt haben, von irgendwelchen Bands, die wir toll fanden damals. Und das, so ging das Ganze dann los. Es war halt mehr Krach, als wir da Musik gemacht haben. Und haben dann irgendwann angefangen, eigene Stücke zu schreiben. Und das war dann eher in die Richtung Punkrock. Okay. Hast du Musik vielleicht schon in den Genen durch deinen Papa oder so? Ich würde sagen ja, aber mein Vater, der ist selbst kein Musiker, also der kann kein Instrument spielen, aber der ist leidenschaftlicher Musikhörer, der sammelt Schallplatten. Zu Hause, glaube ich, über 4.000, 5.000 Schallplatten. Okay, das heißt, vielleicht im Unterbewusstsein hast du schon die Musik angeeignet. Ja, und dann halt die ersten Konzerte auch zusammen mit meinem Vater besucht. So da. Schon so ein bisschen dahin geführt. Ja, cool. Also ich selber weiß aus eigener Erfahrung, ich habe nämlich auch mit der Gitarre angefangen. Zwar nicht wie du, mir das irgendwie selbst beigebracht, sondern ganz klassisch mit Musiklehrer. Ich hatte aber anscheinend nicht die Motivation, die du hattest, weil irgendwann hat das keinen Spaß mehr gemacht. Wahrscheinlich auch dadurch, du hast es ihm mit dem Internet selbst beigebracht, nehme ich mal an. Ja. Eigene Songs mit Tabulaturen. Mit dem Gitarrenlehrer war es halt bei mir ein bisschen anders gewesen. Umso schöner zu sehen, dass das mal gar nicht so schlecht war, die Anfänge mit der Gitarre. So blieb irgendwie die Motivation immer oben, dadurch, dass ich mich selber dazu motiviert hatte, weil ich Bock hatte, mich zu verbessern, irgendwas lernen wollte und mich dann einfach auch nach der Schule jeden Tag dann drangesetzt habe und dann stundenlang im Zimmer mich mehr oder weniger eingeschlossen habe und rummusiziert habe, rumgeklimpert habe. Ja, und so hatte ich dann irgendwie nie dieses Verpflichtende, ich muss jetzt irgendwo hingehen und was üben, sondern ich habe das halt gemacht, weil ich Bock darauf hatte und dann halt auch, weil ich Zeit dafür habe. Ja, cool. Und wie ist es dann professioneller geworden? Oder beziehungsweise wann? Ich weiß gar nicht, ob ich das so genau datieren kann. Also ich habe ja diese Punkrock-Geschichte gemacht, damit sind wir so ein bisschen durch die Gegend gefahren, aber halt mehr im Umkreis hier, Ennepe-Ruhr-Kreis, da es für Punkmusik oder ein bisschen härtere Musik auch wenig Möglichkeiten gibt, das so unter die Leute zu bringen, zumindest hier im Umkreis. Daraus ist dann irgendwann entstanden, dass ich mir eine Akustikgitarre gekauft habe, also vorher nur E-Gitarre gespielt, und dann habe ich mir eine Akustikgitarre gekauft, also dieses, was man kennt vom Lagerfeuer da sitzen, und habe dann irgendwie das Interesse daran total gewonnen, weil mir das irgendwie super Spaß gemacht hat, damit zu spielen. Und habe dann angefangen, eigene deutschsprachige Lieder zu schreiben. Vorher war immer englischsprachig und dann hatte ich irgendwie mal Lust auf Deutsch zu schreiben. Ja, das habe ich dann ein paar Leuten gezeigt, also erstmal meinen Bandkollegen, die fanden das cool, war halt was ganz anderes. Und dann habe dann irgendwie die Motivation bekommen, noch mehr davon rauszubringen oder noch mehr davon zu schreiben. Und so hat sich irgendwie nach und nach immer mehr entwickelt. Und 2012 habe ich mal irgendwann nachgeguckt, habe ich dann das erste Lied veröffentlicht von mir. Und die Rückmeldung war dann relativ positiv, fanden irgendwie die Leute ganz cool, was ich da so mache, und daraus ist dann halt immer mehr entstanden und im Endeffekt dann jetzt ein ganzes Album. Cool. 2012 hast du gesagt, du bist wie alt? Ich bin 30. Das heißt mit 22. Ja. Ich stelle mir diesen Schritt einfach von selbst Musik machen oder vielleicht Musik covern und dann dazu überzugehen, selbst die Musik zu schreiben. Erstmal ziemlich schwer vor. Ich frage mich nämlich immer beispielsweise, wenn man selbst Songs schreiben möchte. Sag mir mal, Daniel, erst die Melodie und dann der Text oder erst der Text und dann die Melodie? Das ist total unterschiedlich gewesen bei mir. Manchmal, bei manchen Stücken hatte ich irgendwie Textzeilen im Kopf und habe da oder Melodien im Kopf gehabt und habe das dann daraus gebastelt. Oftmals mache ich es so, dass ich erst eine Gitarrenmelodie habe, irgendwie spiele, darauf dann mir irgendeinen ausgedachten Text singe und der Text ganz am Ende dann wirklich in Feinarbeit produziert wird in meinem Kopf.
Keine Ahnung, kann ich nicht erklären. Es gibt immer die schönsten Geschichten, wenn Musiker erklären, wie sie auf dieses oder diesen Song gekommen sind. Die einen sagen, ich bin nachts aufgestanden und hatte auf einmal diese Melodie im Kopf, habe den Text dazu geschrieben. Viele haben, oder es gibt Künstler, die einen Song geschrieben haben, als sie Liebeskummer hatten beispielsweise. Hat die das vielleicht auch, gab es auch bei dir Situationen im Leben, wo auch wirklich dieses Schreiben dir geholfen hat oder Sachen zu verarbeiten, die du erlebt hast? Auf jeden Fall würde ich schon sagen, dadurch, dass ich eigentlich normalerweise sehr fröhlicher, offener Mensch bin und sehr viel Spaß mache und Quatsch mache, ist das irgendwie so ein gutes Mittel dafür gewesen, auch mal so ein bisschen seriösere Sachen zu machen und vielleicht auch ein paar nachdenklichere Sachen zu machen, die ich normalerweise nicht so kundgeben würde. So würde ich es mal formulieren. Du hast in einigen lokalen Bands mitgewirkt. Wie war der Start von Smithies? Wie ist das alles entstanden? Gute Frage. Also da bin ich jetzt seit 5 Jahren dabei, weißt du, das glaube ich, ist grundlegend, lag es daran, dass der Lutz Otto aufgehört hat als Sänger bei denen, nach ziemlich vielen Jahren Smithy, die gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre, und die hatten dann keinen geeigneten Sänger gefunden, der irgendwie in ihr Profil passte, wenn man jetzt Profil sagen kann, also es passte irgendwie so menschlich nicht oder musikalisch nicht. Ja, und ich hatte das mal gelesen, aber für mich war Covermusik eigentlich nie so wirklich was, worauf ich Bock hatte. Also wirklich dieses typische, man spielt irgendwo. Bis mich dann der Olli Maikranz, der auch mit am nächsten Mal Smithy dabei ist, der Keyboarder ist das, mal angesprochen hatte, ob ich nicht Lust hätte, mal bei meinem Casting vorbeizukommen. Und ich habe gesagt, ah, nee, boah, muss nicht sein, ist nicht so meine Welt. Dann wurde ich von wiederum von dem Kotti, dem Tontechniker von Smithy, nochmal angerufen und gefragt, ja, überleg dir das noch, ich habe die durch andere Veranstaltungen irgendwie mal kennengelernt. Okay. Und waren halt vorher schon so ein bisschen befreundet, Bekannte. Und ja, da habe ich gedacht, ja komm, mach's jetzt einfach mal. War dann erstmal echt so ein bisschen Überwindung tatsächlich, weil es ja zeitlich dann wirklich in so eine Richtung ging, die so ein bisschen intensiver ist für die Musik. Vorher war immer so ein bisschen Hobby, man hat das, macht das mal hier am Wochenende oder unter der Woche, wenn man Spaß hat. Smithy ist halt ein bisschen mehr Aufwand. Dadurch, dass wir da auch relativ viele Konzerte spielen, Proben intensiver ist, alles ein bisschen professioneller wurde. Und da hatte ich erst ein bisschen, musste mich erstmal überwinden, dadurch, dass ich mein Studium auch mal zu Ende bringen wollte und relativ viel Ablenkung dann natürlich auch bedeutet, dass man nicht mehr so viel Zeit hat. Ja, dann bin ich trotzdem mal zu dem Casting gegangen und scheint denen gefallen zu haben. Ja, und jetzt bin ich mittlerweile 5 Jahre dabei und bereue den Schritt auf keine Wahl, weil das hat mir einfach sehr viel gebracht jetzt in den letzten Jahren auch. Sehr cool, zumal du ja die wichtigste Voraussetzung hast, du bist auch Lokalpatriot, genau wie die anderen Bandmitglieder. Und du hast ja vorhin gesagt, mit dem Gitarrespielen warst du hast das gemacht, einfach weil du keine Verpflichtung hattest und du hattest Spaß darauf gehabt. Genau. Du hast auch vorhin erwähnt, das ist jetzt natürlich ein bisschen anders mit der Band. Ihr habt natürlich auch Auftritte, ihr habt Gigs, ihr müsst proben. Bedeutet aber vielleicht auch, dass die Entschädigung vielleicht eine andere ist. Dadurch, dass sie halt vor so vielen Leuten auftreten dürft. Das hattest du wahrscheinlich mit deiner ersten Band so nicht gehabt. Genau. Was ist das denn für ein Gefühl, wirklich auf der Bühne zu stehen und da sind hunderte Leute, die euch einfach zujubeln? Da muss ich sagen, also ich finde, es ist ein total schönes Gefühl natürlich. Macht total Spaß mit dieser Interaktion mit dem Publikum, vor allem wenn es so viele Menschen sind. Aber ich bin irgendwie jemand, mir ist das vollkommen egal, ob da 3 Leute sitzen oder 1000. Ist wirklich so. Mir macht es halt einfach immer Spaß, Musik zu machen. Und dadurch, dass es halt auch so vielschichtig ist, was ich jetzt durch die paar Jahre Musik machen jetzt angereichert habe, ist es halt irgendwie auch schön, so ein Spektrum da aufweisen zu können. Das heißt, ich spiele ja auch auf Hochzeiten, romantischere Lieder, die gut zur Stimmung passen. Mach die eigenen Sachen, was mir auch total viel bedeutet und Spaß macht. Und dann halt die Smithy-Sachen, wir spielen auf großen Festen und so, Leute haben Spaß daran, das macht irgendwie alles auf die bestimmte Art und Weise Bock und Spaß und ich will das auch gar nicht mehr missen. Sehr cool. Das wäre jetzt nämlich wirklich meine nächste Frage gewesen. Klappt das denn? Erstmal, ich sag mal, die eigene Solo-Karriere vielleicht ein bisschen versuchen voranzubringen und natürlich die Band. Aber anscheinend haut das gut hin bei dir. Ja, also aktuell so gefällt mir das. Ich bekomme uns nicht gegenseitig in die Quere. Teilweise, also der hatte ich eben schon erwähnt, der Olli Maikranz, der ist sogar fast bei allen Sachen, die ich mache, auch noch mit dabei. Der spielt auch bei meiner Hinzmann-Band mit. Der ist bei Smithy dabei und ja, in die Quere kommen wir uns eigentlich fast gar nicht. Das heißt, das kann man irgendwie alles immer noch unter einen Hut bringen. Cool. In einem deiner früheren Interviews hast du gesagt, das Schönste wäre, wenn du es mal irgendwann schaffen würdest, ein eigenes Album auf den Markt zu bringen. Und genau das ist jetzt passiert im August. Dein Album Lied an ist rausgekommen. Erzähl mir ein bisschen was von diesem tollen Projekt, dein erstes Album. Wie viel Arbeit steckt dahinter?
Ja, also wenn wir jetzt mit dem Album als CD so an sich sprechen, das ist ungefähr ein Jahr her. Da haben wir im August letzten Jahres mit begonnen. Die Lieder sind, wie ich eben schon gesagt habe, halt schon alle relativ alt. So, das erste, was ich veröffentlicht habe, war 2012. Jetzt haben wir 2020. Das hat sich halt über mehr oder weniger 8 Jahre jetzt gezogen, die ganze Geschichte. Also dann immer wieder neue Lieder dazugekommen. Und ja, die Lieder, die haben sich auch in der Zeit so ein bisschen entwickelt. Genau, wie du dich auch. Genau, und ich habe irgendwie, ich war nicht ganz so zufrieden mit den Sachen, die ich da gemacht habe. Ich habe ja schon vorher Lieder veröffentlicht, das war dann meistens so mit Gitarre und Gesang. Und ich hatte irgendwie immer Band im Kopf. Ich komme irgendwie aus der Band und ich wollte irgendwie Band auf dem Ding haben, wenn ich ein Album habe. Und das ist halt ein bisschen aufwendiger, wenn man das wirklich so klingen lassen möchte, dass eine Band das eingespielt hat und nicht einfach irgendwie was produziert wurde am Computer. Vor 2 Jahren haben wir das erste Mal in der Konstellation zusammengespielt, so wie sie jetzt auf dem Album ist. Das ist einmal der Oliver Maikranz am Keyboard. Dann haben wir den Leon Mucke dabei, ist der Schlagzeuger, und den Franjo Obradovic, der normalerweise Gitarrist ist, den ich aber überredet habe, mal was zu spielen bei mir. Ja, und da haben wir dann zusammen geprobt für einen Auftritt im Ibachhaus hier in Schwelm. Da haben wir als Vorband von Fool's Garden gespielt. Cool. Kennt man durch Lemon Tree natürlich. Halt, ne? Ja, und das war irgendwie dann so der erste Auftritt in diesem Quartett. Das hat dann irgendwie Spaß gemacht. Die Lieder haben sich irgendwie nochmal anders entwickelt, weil die Musiker nochmal ihre eigenen Einflüsse da irgendwie reingebracht haben, im Gegensatz zu vorher. Da war es auch mit Band. Das war auch super cool. Da waren auch Freunde von mir dabei, die mich unterstützt haben. Aber jetzt klang das irgendwie alles nochmal ein bisschen anders und vielleicht ein bisschen mehr passend zu der Musik. So, ich habe ja vorher gesagt, wir haben ein bisschen Punkrock vorher gemacht. Und das hat sich dann teilweise noch so ein bisschen in die Richtung verschoben. So lautes Schlagzeug und treibender Bass und so. Und es hat im Moment Spaß gemacht. Das passte wohl jetzt im Nachhinein nicht. Das musste mir aber auch erstmal klar werden. War dann erst ein bisschen blöd. Meine damaligen Bandkollegen haben dann irgendwann gesagt, dass sie gerne wieder ein bisschen Punk machen wollen. Deshalb langsam sich aus der Sache rausziehen wollen bei den Hinzmann-Sachen. Und mich aber die ganze Zeit unterstützt haben. Und ich war dann denen auch im Endeffekt auch ziemlich dankbar, dass sie das gemacht haben, weil ich dann erstmal mir selber klar wurde, dass das erstmal gemacht werden musste, damit wir diesen Sound hinbekommen, den wir jetzt haben. Und du wolltest dabei bleiben, auch wirklich nur deutsche Lieder zu schreiben und zu singen? Ja, also zumindest jetzt gerade bei den bei diesen Stücken unter dem Namen Hinzmann ist es schon so dieses deutschsprachige. Ich habe lange kein englischsprachiges mehr rausgebracht. Habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Okay. Ganz oft ist es ja so, dass es das Mann, ich sag mal, ein Lied hat, der wirklich durch die Decke geht, der wirklich den Leuten bekannt wird. Ich sag mal, Xavier Naidoo hatte mit dem Lied Sie sieht mich einfach nicht seinen Durchbruch gehabt. Dann gab es mal, vielleicht können sich einige erinnern, die Band Polarkreis 18, die hatten das Lied Allein gehabt. Warum schreibst du nicht einfach einen Song, der durch die Decke geht und dann wirst du bekannt, Daniel? Wo ist denn das Problem? Also ich muss persönlich sagen, ich bin nicht so ein Fan von diesem Produzierten. So, und das ist halt auch vielleicht das Problem, was so ein bisschen einen daran hindert. Dass es nicht Mainstream-tauglich ist, meinst du? Ja, es ist ja so ein Mix, sag ich mal. Also ich würde es schon als Mainstream-tauglich bezeichnen, was ich mache, aber ich orientiere mich nicht nach irgendwelchen Mustern, was vielleicht eine Schwierigkeit in der heutigen Zeit ist, dadurch, dass unter anderem viel über Spotify gemacht wird. Die haben bestimmte Mechanismen, beispielsweise man bekommt erst einen Klick gezählt nach 30 Sekunden Spielzeit von einem Lied. Das heißt, die Lieder werden heute so produziert, dass man direkt am Anfang einen Hook, also eine Refrain hat und das muss direkt irgendwie so catchy sein, damit die Leute dranbleiben. Verstehe. Und da hatte ich irgendwie nie Lust drauf. Ich höre selbst sehr viele Oldies und da kann es auch mal vorkommen, dass dann ein minutenlanges Intro ist. Und sowas finde ich halt cool, das macht mir Spaß. Und dadurch ändert sich halt die Musik und ich möchte mich irgendwie nicht diesem anpassen, so diesen Mechanismen, sondern ich möchte das so machen, wie mir es gefällt. Verstehe ich. Vielleicht hast du ja Glück und du darfst wieder mal als Vorband auftreten oder als Vorsänger von größeren Bands. Deine LP ist jetzt draußen, ein Album. Ich nehme mal an, die aktuelle Situation bei uns in Deutschland macht es auch für dich schwieriger, einfach auch wirklich auf Tour zu gehen, in Hallen oder in Studios zu spielen oder wieder mal im Ibachhaus. Hat das auch Auswirkungen auf dich und auf deine Pläne jetzt gerade nach Veröffentlichung des Albums? Kann ich gar nicht so richtig sagen. Also doch, also in erster Linie hat es natürlich Auswirkungen gehabt, dadurch, dass ich geplant hatte, natürlich dann ein bisschen rumzureisen. Ne? Ich meine, ich hatte immer so ein bisschen so den Traum, dass ich
Gitarre einpacke, in ein Auto setze oder in Zug setze und durch Deutschland fahre, irgendwelche Clubs bespiele und dann einfach meine CD in der Hand habe und sage, ja hier, Leute, wollt ihr die nicht kaufen? weil ich viele Städte in Deutschland noch nicht gesehen habe, wo ich gerne mal hin würde und irgendwie passte das noch nie. Und jetzt wollte ich eigentlich dieses Projekt dieses Jahr angehen, dass ich, nachdem ich das Album veröffentlicht habe, dann losreise und halt nach Norden, nach Osten, nach Süden einfach in irgendwelche Städte zu fahren und da irgendwelche Clubs anzuschreiben vorher und bei denen ein bisschen Musik zu machen. Hat sich ein bisschen zerschlagen. Gut, aber wer weiß, vielleicht passiert das noch. Ja. Oder du fährst einfach in die Fußgängerzone der umliegenden Städte und spielst da und wirst dadurch und dort entdeckt. Ja, das ist immer so, also ich habe das noch nie gemacht, also dieses Straßenmusik, ich habe das tatsächlich irgendwie noch nie angegangen. Ist auch total eine sehr verrückte Art, sich so zu präsentieren. Ne? Dieses, man stellt sich hin und muss die Aufmerksamkeit erzeugen. Das ist total hart, glaube ich. Okay, verstehe. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ich hab vor allem mit eigenen Liedern. Ja gut, stimmt, das ist auch mal was anderes. Du hast vorhin erwähnt, du studierst auch nebenbei Chemie und Sport, glaube ich. Das ist mittlerweile fertig. Ach echt? Ja, ja. Ich habe vor 2 Jahren habe ich einen Abschluss gemacht in Chemie und Sport auf Lehramt, habe jetzt mein Referendariat gemacht, im Mai meinen Abschluss gemacht und bin jetzt Vertretungslehrer an einer Gesamtschule in Wuppertal. Okay, das heißt, du musst weiterhin jeden Morgen aufstehen und deiner Arbeit nachgehen und die Musik, glaube ich, so ein bisschen nebenbei? Ja genau, ich habe halt relativ offen mit meinem Schulleiter so kommuniziert, hat mich gefragt, wie ich gerne so meine Zukunft gestalten möchte und ich habe ihm dann halt klar gesagt, ich würde gerne eine Vertretungsstelle haben, also keine feste Stelle, so dass ich noch ein bisschen Zeit habe für die Musik. Das heißt, ich habe so ein paar Verpflichtungen weniger, die ein normaler Lehrer hat, mache aber meinen normalen Wochenalltag und dann am Wochenende geht es dann meistens durch die Gegend, sei es irgendwelche Hochzeiten oder Geburtstage mit Smithy unterwegs oder sei es irgendein anderes Konzert. 2018 hast du eine Hymne für die Stadt Schwelm geschrieben. Unser Herz schlägt für Schwelm. War das eine Hommage, eine Liebeshymne, ein Liebesbeweis an diese Stadt? Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Es gibt ja in Schwelm 13 Nachbarschaften, die diesen Heimatfest-Umzug machen. Hab ich schon mal gehört, zum Heimatfest. Und wir haben mal im Freundeskreis irgendwann die sogenannte Wilde 14 gegründet. Mhm. Also die 14. inoffizielle Nachbarschaft. Also es war so ein Spaßprojekt. Wir haben uns selbst immer mit Begeisterung diesen Zug angeguckt, gut gefeiert und hatten dann irgendwie die Idee, wir würden gerne so ein bisschen Programm machen, bevor das überhaupt alles losgeht. Und dann haben wir dann irgendwann angefangen, so ein Vorprogramm für den Umzug zu machen, indem wir den Zug andersrum gehen und so ein paar Aktionen machen, Kamelle werfen. Ja, und dann irgendwie ist daraus so ein bisschen immer mehr geworden und wir hatten irgendwie immer weitere Ideen, die man machen könnte. Und dann hieß es natürlich, hier, Hinzmann, schreib mal ein Lied. Ja, und dann habe ich erst überlegt, ja, wie machst du das, keine Ahnung. Und das war dann auch so eine nachts um 3 Uhr Aktion, mehr oder weniger. Dann bin ich irgendwie... habe ich mich an den Computer gesetzt, so gedacht, ja, wie schreibst du das denn jetzt? Und dann habe ich, glaube ich, auf der Seite der Dachruhe geguckt, welche Nachbarschaften gibt es. Und dann war das irgendwie so ein Selbstläufer. Ich habe dann mir die Nachbarschaften angeguckt und dann mit Melodie rausgespielt. Habe gedacht, ach, das hört sich ganz witzig an, hört sich so ganz catchy an. Und habe dann wirklich innerhalb von einer Stunde diesen Text dann geschrieben. Und dann irgendwie danach gedacht, was war das denn jetzt? Den anderen vorgespielt und die haben alle gesagt, ja, es ist ja mega witzig. Cool. Hab das dann irgendwann mit einem Freund im Tonstudio aufgenommen, veröffentlicht und ja, dann ist halt das daraus geworden, was da jetzt sehr, sehr ist. Geil, cool. Eine letzte Frage, Daniel, habe ich noch. Die stellen wir all unseren Interviewpartnern. Gibt es einen Ort hier im Entbüro-Kreis, wo du gerne bist oder wo du gut runterkommst? Vielleicht ein Tipp für uns, wo es besonders schön ist. Also kein Tipp, bei mir zu Hause. Und wenn du raus müsstest, gibt es ein Fleckchen? Ich meine, oder lässt du für ihn, wahrscheinlich darf nicht jeder bei dir zu Hause rein. Was ich jetzt in letzter Zeit tatsächlich, darf natürlich nicht jeder bei mir zu Hause rein, aber ich mag es wirklich sehr gerne hier. Ich habe halt einen schönen Blick auf die Christuskirche oben. Ja, und sonst habe ich in letzter Zeit so ein bisschen das Wandern für mich entdeckt. Zum Runterkommen so ein bisschen was zu machen, Aktivität zu treiben. Da gibt es eine schöne Runde um Schwelm. Da ist ein Weg, der ist rund um Schwelm, die ich jetzt ein paar Mal mit einem Kollegen gewandert bin. Und das ist total schön. Man denkt man gar nicht mehr, dass man hier in der Umgebung ist. Das geht dann über den Ehrenberg hier hoch. Man ist dann irgendwann in Königsfeld, in Ennepetal. Läuft dann, wenn man will, nach Beinburg.
Richtung Recklinghausen. Man dreht wo da du dann ein Musikvideo gedreht hast? Ja, genau, da war das erste Musikvideo da oben in Weinburg. Okay. Ja, und das ist ach, total schön da oben. Und ja, das ist eigentlich wirklich ein schöner Ort, den man auch, an den darf ich gar nicht empfehlen, sonst wird er überlaufen, ist auch schlecht. Ne? Gut, wir nehmen das einfach mal so hin. Ja, gut. Daniel, vielen lieben Dank. Viel Erfolg für deine nächsten Schritte. Hauptsache, du bleibst weiterhin so, wie du bist und hast viel Spaß an der Sache. Danke, dass du die Zeit genommen hast für unser Interview. Ja, alles sehr Gute. Gerne. Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschö.